Wir stehen in Nordmar gemeinsam mit unserem Eiswolf. Wie nennen wir dich denn? Wie nennen wir dich denn? Wir nennen dich mal, Anita, genau. Du bist jetzt die Anita, so. Ja, wir stehen hier vor der Grabkammer oder der Grabhöhle des Kriegers Einar. Leider sind aufgrund des gestohlenen Ahnensteines da ein paar Viecher drinne, wieder auferstanden. Und, die zünden wir jetzt mal an. Na, man muss schon treffen. Kann man die nicht mal anzünden? Ich dachte, man könnte die anzünden. Ja, kann man doch. Wunderbar. So, dann kommt mal raus, ihr wandelnden Gerippe. Oh. Au! Das sind aber ein paar viele, hörbar. Das sind aber ein paar sehr viele, Mensch. Okay, ich brauche erstmal einen Heiltrank. Respekt. Gut gemacht, Eiswolf. Ich bin stolz auf dich. Boah, die gehen ran. Okay. Diese ganzen Knochen, Mann. Die gehen ran. Ich fass es nicht. Ich helf dir, Wolf. Oh, nee, du. Nein, Eiswolf! Die haben meine Anita gekillt. Jetzt stehe ich ganz alleine gegen die. Jetzt habt ihr mich ein bisschen wütend gemacht, merkt ihr, ne? Ich bin gerade im Berserker-Modus unterwegs. Ich bin gerade richtig im Berserker-Modus unterwegs, du. Stich! So. Ach, Mensch. So schnell kann man Viecher verlieren. Boah, das waren aber auch viele Untote hier. Das ist der reinste Knochenhaufen, den ich hier hinterlassen habe. Machen wir mal so. Ey. So, das bringt nichts. Nicht während eines Kampfes? So, nein. Was denn für ein Kampf? Also, ich kämpfe gegen niemanden. Okay, was immer es war, ist es weg. Oder auch nicht. Verdammt, was bist du? Dam da da dam da 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 dam 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 da ba da 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 ba dam da. Das bringt nichts. Was mache ich denn hier überhaupt? Irgendwas ist hier. Das so. So, so. Das so. So nicht. Was ist in diesem Bereich, dass man mir sagen will, nicht während eines Kampfes? Nein. Das geht doch schon wieder los. Ist das nur ein Spielfehler oder ist da echt irgendwas unterm Eis? Vor allem wüsste ich gern, gegen was ich überhaupt kämpfe.
Zack. Zack. Okay, dann kommt mal her, ihr beiden. Ihr Flammen. Wie kannst du es wagen, du Knochenhaufen? Niemand schlägt mich. Erst recht nicht du, hör mal. Erst recht nicht du. So, können wir jetzt nochmal gucken gehen, was da los ist? Also irgendwas stimmt hier doch ganz und gar nicht. Irgendwo ist hier noch ein Feind. Entweder da oben oder hier unten irgendwo. Weil ich will eigentlich gucken, ob hier irgendwas Besonderes ist. Hier ist aber nichts. Also irgendwie scheint es ein Gerippe hier vielleicht in die Wand gezogen zu haben. Das bringt nichts. Das bringt nichts. Das bringt nichts. Aber was willst du denn hier tun? Ich raff das echt nicht. Egal, wir gehen wieder in die Höhle, bevor ich hier noch an seltsamen Gedanken sterbe oder so. Ich weiß nicht, ob man daran sterben kann. So, erstmal ein bisschen. Oh, das ist aber schick hier, hör mal. Oh, das ist aber schick hier. Mit dieser Eiswand, das gefällt mir. Oh, das wiederum gefällt mir nicht. Obwohl, haben wir vielleicht noch ein Mega-Bam und so? Haben wir Mega-Bam? Ne, Mega-Bam haben wir, glaube ich, nicht. Aber vielleicht haben wir was anderes. Mana, 250. Ich habe keine 250 Mana. Das ist aber schade. Mana kosten 300, das ist aber alles ganz schön teuer. In der die Zeit langsamer abläuft. Mach ich doch mal. Da! 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 Oh. Hä? Also die Toten sind irgendwie nicht in Zeitlupe. Hier ist Zeitlupe. Boah. Batz. Bam. 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 Oh yeah. Selbst die Pfeile bleiben stecken. Was ist das denn für ein geiler Zauber? Ich glaube, den hatte ich noch nie benutzt. Ich habe gerade eine ganz coole Idee. Ich hoffe, die Zeitblase hält noch eine Weile. Oh, jetzt ist es vorbei. Dann sollte ich vielleicht erstmal einen Heiltrank nehmen, bevor hier alles zugrunde geht. Boah, aber der Zauber war ja mal richtig geil mit der Zeitblase, ey. Ja, Hilfe, Hilfe, Geist von einer, lass das. Da.
Da! Da! So, jetzt ist hier aber mal noch mal ganz ruhig, ja? Also, aber der Zeitblasenzauber, das ist ja echt ein mächtiger Zauber. Da! 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 Hilfe! Ich will nicht sterben, erst recht nicht in so einer komischen, gruseligen Höhle irgendwo im Eis. Da! 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 Aber der geht aber auch ran, hier, der eine. Da! Der ist selbst im Tod noch stark. Aber du kannst mich nicht bezwingen, ich bin besser. Das war's. Rostiges Schwert, Breitschwert, Rundschild. Das Rundschild ist schön. Ist das stark relativ irgendwie? Weiß man da was drüber? Ah, ist nicht so stark, schade. Skelett. Einer. Mit seinem Helm beerdigt. 25-25. Einers Helm nehme ich mal mit. Ruf beim Feuerclan plus 5. Zerschmettern und klingen. Ich will aber eigentlich meinen Paladin-Helm behalten. Also behalt du mal dein Zeug. Ich habe hier auch die ganzen Fleischwanzen gegrillt, ne? Ich habe hier allgemein ziemlich Trara veranstaltet, möchte man sagen, ne? Meine Heiltrank. Ganz wichtig. Erstmal wieder ein bisschen Heilung. Gleich noch eine Keule Fleisch hinterher. Wer, wo, wann? Stirb! Das können wir auch mitnehmen. Runensockel. Auf dem Stein steht, hier ruht einer. Darunter ist eine Öffnung. Dort könnte man was reinstecken. Ich hab doch Fleisch dabei. Ich steck ein bisschen Fleisch rein. Zack. Okay, wir brauchen also definitiv den Stein. Eine schwere Truhe. Nordmar Armbrust. Schade, dass ich kein Armbrustschütze bin. Ich darf mich hier nicht draufsetzen, das ist aber tragisch. Und wo ist die Fleischwanze? Ich höre sie, aber sehe sie nicht. Da. Weg. So, da gehen wir doch jetzt einfach mal rauf in die Höhle. Über die Höhle. Da wartet ja noch irgendwo unser Nordmar-Freund. Vielleicht gibt er mir den Stein ja freiwillig, sonst prügel ich den halt aus ihm raus, ne? Ihr kennt mich. Wenn es um Gewinn geht, da kenne ich kein Pardon, du. Also wenn ich Kohle kriegen kann, dann ist jeder mein Feind. Sogar jemand, den ich gut kenne oder sowas in der Art, ne? Da kenne ich keine Verwandten mehr. Hier ist aber auch nichts. Naja. So, begeben wir uns doch mal nach oben. Ist hier schon die Hütte? Oh, nee, hier ist was anderes dafür. Bisons! Oh, das sind aber ein paar... Oh, 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 nicht runter. Ah, die kommen ja alle entgegengerutscht. Hilfe! Geht weg! Husch! Da kriege ich doch Angst, wenn mir tote Dinge entgegenkommen. Hier tigert auch wieder ein Eiswolf rum. Bams! Bams!
Meine. Schade, ich darf mir den Hirsch nicht nehmen. Wäre doch cool gewesen, der Peter mit dem Hirsch. Ah. Der Peter mit dem Hirschgeweih. Ja, renn halt weg. Tschüss. Man sieht sich. Ich war dem wohl ein bisschen zu unangenehm, hä? Das kann schon mal vorkommen, Gibt's hier oben noch was für mich? Nö. Total gesackte Gasse und so. Wir müssen noch mal ein bisschen gucken, vielleicht kommt der Hirsch ja zurück. Das haben die dummen Viecher ja so an sich. Hihi. Gib mir dein Geweih. Danke. So, ich habe aber schon jemanden sägen gehört. Also, da oben scheint die Hütte gleich zu sein. Ah ja, da ist sie doch. Ist doch schön. Ah, hi. Ich habe Einars Helm. Du hast Mut, das muss man dir lassen. Wenn du es geschafft hast, den Helm zu besorgen, hast du auch das Recht, ihn zu tragen. Trage ihn mit Stolz. Ich trage ihn momentan gar nicht. Ich ruhe mich ein wenig aus. Schade, an den Arnstein komme ich noch nicht. Warum bist du Petter? Ich nehme keine Lehrlinge mehr. Ich habe meinen Clan verlassen. Kann ich mit dir handeln? Warum sollte ich mit dir handeln? Gold? Was soll ich hier draußen mit Gold? Es wärmt nicht und es macht nichts satt. Was willst du, damit du mit mir handelst? Ich brauche neue Felle. Die Nächte hier draußen sind kalt. Verstehe. Wie viele? 20 Eiswolffälle. Die sind schön warm. Und Erz. Ich brauche Erz. Jetzt reicht's aber. Nein. 10 Brocken Erz brauche ich auch noch. Das reicht dann. Ich überleg's mir. Oh Gott, habe ich so viel? So viel habe ich doch noch gar nicht. Warum von den sollte Fällen ich mit dir her handeln? Ich habe Erzrohlinge. Sind ziemlich selten. Ich hoffe, du hast auch Dietriche. Die sind noch seltener. Warum lebst du hier? Zumindest in meinem Besitz. In meinen Händen klebt Blut. Ich war besessen davon. Eine Waffe zu schmieden, wie es sie noch nie gegeben hat. Nur deshalb mussten meine beiden Schüler sterben. Ich verfluche den Tag, an dem ich sie auf die Suche schickte. Was für eine Waffe wolltest du schmieden? Ein Schwert, wie man es nur einmal in seinem Leben schmiedet. Ein Schwert, das von Generation zu Generation dem größten Krieger des Clans weitervererbt wird. Eine Waffe aus reinem Erz. Kannst du mir zeigen, wie ich so ein Schwert schmieden kann? Nein, es sollen nicht noch mehr Männer sterben. Wenn du lernen willst, geh zum Hammer-Clan. Ingvar, der Erzschmelzer des Clans, kann dir zeigen, wie man Waffen aus reinem Erz baut. Was sollten deine Schüler suchen? Die Zutaten, die ich brauchte, um meinen Traum zu erfüllen. Ich schickte sie hinaus, obwohl ich wusste, dass die Suche gefährlich ist. Sie bezahlten es mit ihrem Leben. Ich hätte selbst gehen sollen. Nee. Ich darf doch mal in deiner Hütte ein bisschen rumschauen, oder? Du hast doch bestimmt Dinge, die ich gebrauchen kann. Hier, ach, noch eine schwere Truhe, na sowas. Bin ich ja mal gespannt. Kriegshammer. Schade, ist eine Zweihandwaffe. Nee, hat Rohling mit dabei. Mann, ich will mal wieder was für mich haben. Ein tolles Schild oder eine tolle Einhandwaffe, das wäre doch mal was. Aber nein, was soll schon der Peter damit? Sowas machen wir nicht. So. Jetzt schmiede ich vor Wut direkt mal 3 Schwerter. Zack. So, gegeben. Da, 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 da. Hast du hier um dein Haus herum noch was Spannendes? Sieht mir nicht danach aus. Gut, da gucke ich jetzt auch erstmal auf die Karte, wo ich hier bin. Ich bin hier. Ich bin in der Nähe des Wolfsclans. Ich glaube, wir gehen auch zum Wolfclan. Das wird unsere erste Station sein. Also, zige zagge. Wie gehe ich denn da am besten? Wo bin ich denn überhaupt gerade? Ach, ich bin gerade hier. Ich glaube, wir gehen wieder über die Brücke. Von da aus war ja die Beschilderung, damit wir es auch wirklich finden. Ich verirre mich nämlich gerne mal hier in diesem Gebiet. Da unten ist die Brücke, ich muss da hin. Schwupp.
Und einen Heiltrank rein. So gehört sich das. So. Ah, da unten ist ein Golem. Haha, ich bin gut. Ich hab's rausgefunden. Ich bin der King der Herausfinderei oder so. Ah, ich liebe Waldstücke. Na, das war vorbei, Peter. Streng dich mal ein bisschen mehr an, ja? Hast du gut gemacht. Ich bin stolz auf dich. Du bist ein super Kerl, ey. Zack! Schläfst du oder bist du tot? Du bist tot. Ach, von hier sind wir doch gekommen, ne? Habe ich das Erz hier abgebaut? Nee, das habe ich nicht abgebaut. Ich bin ein Depp. Ich habe das Erz liegen lassen. Oh, ich mag meine Rüstung, die ist schick. Von hier sind wir doch gekommen, oder? Ja, die toten Goblins, genau. Von hier sind wir gekommen. Da muss ich nur noch meinen erlegten Hirsch hier ausnehmen und dann gucken wir hier oben ein bisschen weiter. Man weiß ja nie, wo es noch... Oh, Wollbisons. Betz. 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 Oh. Ah! So, meine. Das gehört alles mir. Also verschwindet gefährlichst von meinem Hab und Gut. Sonst gibt's eine Ranne, ihr blöden Bisons. Das ist mein Land. Oh, ich bin heute so besitzergreifend. Okay. Ich höre schon wieder... Und so. Also hier sind schon wieder Ripper unterwegs, habe ich das Gefühl. So, ich würde aber auch sagen, wir machen hier fürs Erste ein Päuschen. Beim nächsten Mal gehen wir dann hier weiter. Ich hoffe, ich bin auch richtig. Ich denke schon, aber man weiß ja nie, ne? Wir werden es schon rausfinden. Tschüss.